Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014. Ja, endlich! Malaysia steht an. Na gut, das heißt endlich, ne? Die Woche ist ja wieder rum, die neue Woche ist wieder da. Das heißt für mich wieder ab. Meine Leitung erstmal wieder mal komplett überfordern. Über ein paar Nächte. Muss ich mir etwas einfallen lassen, ganz ehrlich. Also die Rennen, Trainings und Qualifying gehen noch, aber sobald es in den Rennen geht, boah, 7 GB. Dann sind wir bei 22 Stunden Upload oder so. Das ist heftig. Aber kommen wir erstmal zu Malaysia. Leicht bewölkt, sonnig und leichter Regen. So von dem Regen bin ich ja nicht so beeindruckt, ne? Muss ich ja mal ernsthaft sagen. Aber von dem Rest bin ich auch nicht beeindruckt. So, Aufnahmemarathon gestartet. Heute. Mal schauen, wie viel ich mache. Aus der Welt der Formel 1 gibt es ja nicht viel zu erzählen. Deswegen gehe ich in der Wintersaison gehe ich eigentlich mehr auf die Wintersport mehr ein. Für Schanzentournee ist ja jetzt sowieso Thema Nummer 1. Wenn ihr das Video seht, ihr seht schon. Muss ich kurz überlegen, war das schon Innsbruck? Bin ich so definitiv nicht, aber ich weiß nicht, wo Innsbruck. Gab es schon auf jeden Fall, das ist nämlich am Neujahrsspringen, das muss ich mir unbedingt mal angucken. Eigentlich hatte ich vorgehabt, nach Oberstdorf zu fahren. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Aber wegen dem Wetter und wegen dem Wind wurde das ja abgesagt. Dann habe ich das am Morgen gedacht, nee, das lohnt sich nicht hinzufahren. Schade eigentlich, sonst wäre ich gerne hingefahren. Und bei dem Scheißwetter, auf gut Deutsch, muss ich ernsthaft jetzt mal so betonen, das ist ein Scheißwetter momentan. Also, mein Auto ist schon komplett zugefroren. Keine Chance. Kommt gar nicht mit meinem Wagen raus. Also, ich bin hier gefangen quasi, ne? Quasi gefangen in der Stadt, ja, und man kommt nicht mehr weg. Das ist Weltklasse, ja. Und, boah, Schnee, das vor allem schneit schon wieder. Es schneit schon wieder. Das ist unnormal. Apropos Schneien, ja, es soll 30% regnen im Rennen. Oh nein. Wieso tut ihr mir das an? Unterbiet über 500 der Zeitvorgabe, wenn du 9 Frontflüge getestet. Ziehst du insgesamt 9 Minuten 47, 131, erhöht den Abtrieb auf der Vordachs um 5%, okay. Ja, gut. Dann machen wir das doch einfach mal. Einfach nur in der verfügbaren Zeit, okay. Das ist ja jetzt nicht sonderlich schwierig. Und jetzt mal schon quer gestanden. Weil man sich erstmal wieder an das Auto gewöhnen muss und auch an diese Sicht. Das ist, wenn man morgens halt Hotlaps aufnimmt, 2 Stück. Dann passiert das mal. Ja, dass man das nicht mehr gewohnt ist. In der Cockpit-Perspektive. Deswegen dauert das jetzt ein bisschen. Vor allem mal leise. Ich bin ja noch nie in der Cockpit-Perspektive gefahren. Deswegen wird das ein Fest werden hier. Wie auf jeder anderen Strecke auch. Mein Speed ist gut, mach so weiter, okay. Das ist ja eh so eine Strecke hier für KI. Weil diese Kurvenkombination mag ich hier gar nicht. Die ist so ekelig, finde ich, zu fahren. Während die hier noch geht. Also die finde ich jetzt nicht so schlimm. Diese doppelte rechts. Jetzt hier diese Bergabpassage. Weil in Einigung sieht man hier manchmal schlecht. So, jetzt hier diese Kurve hier. Und hier ist auch ganz schwierig, jetzt erstmal für mich abzuschätzen, wo ich hier bremsen muss und rausbeschleunigen. Und jetzt diese. Der letzte Sektor finde ich sehr, sehr schwierig. Gerade hier den Abschnitt. Weil hier sehe ich den Einlenkpunkt auch gar nicht so wirklich. Also da sieht man mal einen Unterschied zwischen Cockpit-Perspektive und draußen. Mit der TV-Kamera. Wieder quer gestanden beim Ausgang. 1:42,7. Das ist jetzt nicht gerade die Bombenzeit. So schön eng jetzt hier fahren. Boah, weiß andererseits gut. Aber mal schauen, wo wir mit der Zeit überhaupt mal sind.
Sektor war schon mal schneller. Und Anzeige. So schon quer könnte ich schon mal hinter mir halten. Die Kurven kriege ich einfach nicht so, wie ich das möchte. Also solange ich nicht abkürze, ist alles gut. Nochmal, ja, eine Zehnte bin ich schneller. Ja, das ist doch nicht das, was ich mir erhoffe. Was meine ich damit? Viel zu schnell in der Kurve, ich komme gar nicht mehr rum. Mein Schneckenpferd auf der Strecke hier. Der zweite und der dritte Sektor. Dementsprechend ist das auch keine Verbesserung. Wir sind vielleicht mal gerade eine Sekunde vor Grosjean. Also nicht, also vielleicht auf Button-Niveau. Kann man so sagen. Sehe ich einen Ferrari hinter mir, vielleicht auch mal eine gute Messlatte. Also erster Sektor, da gibt es kaum noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Mein Gott nochmal, komm doch mal rum um diese blöde Kurve. Kann nicht sein, dass ich das so weit runterbremsen muss, wenn andere die wirklich komplett im sechsten fahren können. Ich da meine Mühe und Not nur mit der Kurve habe. Boah, Alter. Was mache ich mit meinem mein Leiter ist nicht meine Strecke hier. Auch hier ein Untersteuer, weil er einfach nicht genug einlenkt. Grauenhaft. Grosjean 2, Kiewer 3, Maldonado 4. Da werde ich aber nicht vorne bleiben. Ich war auf Grosjean-Niveau jetzt. Erster Sektor passt immer noch, also den kriege ich immer wieder hin. Aber sobald wir in den zweiten und dritten Sektor kommen, dann ist Land unter. Also es ist ja schon fast was Limit, was ich hier gefahren bin. Der Hülkenberg lässt uns gut vorbei. Ansatzweise komme ich da in den siebten. Ja, früher kam ich da noch in den siebten. Bottas auf der 2 jetzt. Ja, ohne Geschwindigkeitsanzeige auf dem Lenkrad ist es echt schon was anderes. Ja, deutlich schneller jetzt hier im Mittelteil. Ja, und schon ist Button vor uns, das meine ich damit. 1:42:0 ist der gefahren, ja. Ja, geht doch. Endlich meine akzeptable Zeit, 1:41:5. Damit kann ich schon mal mehr leben. Ich komme nicht um die Kurve.
Rosberg nur auf der 3. Was ist denn da schief gegangen? Raikkonen auf der 4. Die Kurve war jetzt mal perfekt genommen, die rechts. Für meine Verhältnisse. Im Großen und Ganzen wird es ein Kampf, glaube ich, werden ins Q3 zu kommen. Wenn es jetzt noch relativ eindeutig aussieht. Ja, das meine ich damit. Also, ich lenke voll ein und komm trotzdem nicht um diese Kurven. Das regt mich mal am meisten auf. Diese Problematik in 2013 nicht ganz so groß. Und das ist ja immer noch vor dem Niveau, ich weiß. So, letzte Runde hier, dann haben wir den Test auch mal absolviert. So schwankende Rundenzeiten. Das ist nicht mehr feierlich. So, Rosberg ist auf der 1 verdient. Boah, was ist denn mit dem Wagen auf einmal los? 39,8, keine Chance, da komme ich nicht mehr ansatzweise hin. Und das meine ich damit, da komme ich nicht mehr ansatzweise hin. Ich kann hier wirklich froh sein, wenn ich hier wirklich ins Q3 komme. Das ist momentan die größte Hürde, die ich habe. Sieben Zehntel Rückstand schon hier. Insgesamt sind es jetzt schon 1,3. Am Ende sind es dann echt fast 2 Sekunden. Das ist zu viel. Und die 39,8 fahre ich nicht hier. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß schon, dass ich hier in Malaysia keine Chance in Marussia hatte im Regen. Im Regen qualifizieren. sind es am Ende, ja. 1,7 fast sogar. Ich kann es auch noch schlecht abschätzen hier. Wie weit kann ich denn da noch ranfahren? Es ist auch die TV-Kamera deutlich besser zu sehen. Aber ich nicht weiß, wo der Frontflügel ist. Genau, kann man quasi so sagen. Das hat mir natürlich eine Sekunde gekostet. Selbst Rosberg ist im ersten Sektor sogar noch schneller. Der ist überall schneller. Und dann auf der 4. Ich weiß nicht mehr, was bin ich im Qualifying damals gefahren? In Williams. Auf jeden Fall Siegkandidat bin ich hier definitiv nicht. Also ich hätte kein Problem mit, wenn Hamilton ist am Ende des Rennens. Wenn er auf der 1 steht. So, ich werde jetzt schon mal in die Box reinfahren. Ach, da komme ich nicht hin. Die Box einfach ist hier oben. Rein mit uns. Weiß. Also die 39, die fahre ich vielleicht im Qualifying auf weich.
Aber das war's dann aber auch schon. Muss ich auch mal dazu sagen, das war's dann aber auch schon. Wir schauen mal ganz kurz, wo der Hamilton steht. Auf der 7. Okay, 41-0 ist der Ricciardo geworden, dann bin ich ja nochmal froh. Im letzten Sektor, der Rossberg die Sekunde rausgeknallt, okay. Habe ich auch im Grunde ja kein Problem, mit dem der was raushaut. Warum muss das immer so eindeutig sein? Ja, eindeutig gegen mich gerichtet sein. So, 85% bei 8 gefahrenen Runden. Und Motor müsste ja noch gut aussehen. Ja, 95 können wir drin lassen. Können wir drin lassen. Haben wir noch was vergessen? Setup technisch. Ziel ist erreicht. Nein, wir haben nichts vergessen. Auf ins Qualifying. Ja, gerade so vor Button. Und ich weiß nicht, was der Toro Rosso da im Hintergrund macht. Ja, wollten mal ein paar Wände küssen dort. Ich bin auf die 3. Also, ist ja auch weich gefahren. Die beiden sind schon weich gefahren, okay. Ja, okay, das sagt dann schon, das sagt natürlich schon die 1:30 aus, dann. Wenn der die auf weich gefahren ist, okay. Dann erklärt sie vielleicht die Sekunden im letzten Sektor. Na gut, nicht ganz. Aber es erklärt schon mal einiges. Wir fahren mit hart, ja natürlich fahren wir mit hart. Des Autos leicht überarbeitet. Der Abtrieb sollte sich dadurch etwas erhöht haben. Der Abtrieb etwas, sagt er von den etwas. Na, ganz minimal. So unauffällig. Ich suche gerade mal mein Handy jetzt gerade, wegen für eine Uhrzeit. Ah, da. Okay, passt schon. So, jetzt, wir fahren natürlich 2 Runden, weil wir es können. Oder liegt das? Ich bin mal gespannt, ob die Weichen doch deutlich schneller sind. Als die harten. Das war bis jetzt fast überall so. Dass ich mit den Weichen jetzt hier. In dem Spiel komme ich mit den Weichen besser zurecht als die KI. Und bei 2013 war es genau umgekehrt. Da kam ich mit den harten besser zurecht als die KI. Also das ist ganz, ganz komisch. Diese Krankheiten jedes Mal. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht mit Autosport fragen, wo das muss ich pausieren, weil ich bin mit dem Upload komplett am Limit. Und zwar wirklich komplett. Ich komme schon mal meinen Vordermann ran. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wer kommt aus der Box, um mich zu stören? Genau, ein Gutierrez. Der ist natürlich schon noch weich unterwegs ist. Der kann jetzt aber trotzdem mal Platz machen irgendwo hier, Junge. Hat aber lang gedauert, Kollege. Ist auch keine Verbesserung in dem Sinne im Vergleich zum Training. Hat sogar Zeit gekostet, aber vorne ist sogar der nächste, der mir im Weg steht. Maldonado ist das. Gut, dass ich da nochmal eine Runde dranhängen darf. Ah, das Feedback vom Auto ist deutlich weniger.
als im Training, beziehungsweise in der TV-Kamera. Ja, ein klassisches Untersteuern, wie ich das hasse. Ja, wo ist denn der Einlenkpunkt? Ich sehe ihn nicht mal. Wegen dem Spiegel, also es ist echt was anderes. Vor allem, wenn man ohne Schrecke fährt, die ich wirklich nicht kann. So, 1,41,9, 1,7 Sekunden schneller als Eriksson, das wird knapp. Das wird wirklich sauknapp. Jetzt sag mir nicht, dass der jetzt mir... Jetzt steht der mir im Weg, oder was? Also, was ist denn das hier? Lass doch mal einen fahren. Da fahren auch mal weiter. Okay, der ist schneller gefahren als ich. Auch weich. Roger auch. Eine Zehnte. Es ist wie dieser vermeidalte letzte Sektor. Ich sehe es gerade wieder auf der Agenda. Also es ist doch hier eine ganz beschissene Kurve. Ich sehe nicht den Einlenkpunkt, ich sehe gar nichts. Das ist ja wirklich ein blindes Fahren. Da haben die Fahrer ja wirklich recht. Das ist ja wirklich ein blindes Fahren. Hier komme ich auch nicht so wirklich um die Kurve. Ist richtig schlecht. Das weiß ich auch, dass der richtig schlecht ist. So, vielleicht kann ich sogar noch eine Runde dranhängen. Ich hoffe, dass die Runde doch nochmal schnell. Also, erster Sektor passt! Komplett eigentlich abgekürzt, aber was soll's, wenn auf einmal das Heck kommt. Er ist auch nochmal kurz schneller gefahren. Ist das eine Kacke hier schon in Q1 jetzt hier zu scheitern oder was? Was auf harten Reifen? Alonso 1,40,4 in der Sekunde, ja? Selbst so Ziel ist vor mir. Das wird echt, Boah, ich glaube, ich ziehe einen weichen Reifensatz auf. Sorry, das geht echt nicht. Ich komme vielleicht auf 1,40. Mit weich. Und dann war es das wirklich. Der letzte Sektor ist wirklich noch schwerer. Diese eine rechts da, die ist so. Du siehst den Einlenkpunkt irgendwann nicht mehr, wenn du zu weit links bist. Das heißt, du fährst wirklich komplett blind da rein. In der Hoffnung, dass du diesen Scheißpunkt triffst. So, ich kann natürlich jetzt pokern, dass Grosjean und Maldonado und Gutierrez das nicht schaffen. Das wäre aber extrem hoch gepokert hier. Ja, das wäre so ein typisches Ferrari-Manöver. Was aber offensichtlich aufgeht. Mit Ach und Krach.
Ja, der gut, der Button gibt man nur eine halbe Sekunde drauf. Ja. Ja, mal schauen, ob damit was mit Weichen noch was möglich ist. Ja, die Förderung fällt aus, selbst jetzt mit Hart noch 1:49 ausgeschieden. Gutierrez, Maldonado, die vier üblichen Verdächtigen. Ich hoffe mal, dass ich mich auf Weich viel wohler fühle. Was hab ich viel erwähnt? Die Jungs haben ein neues Aerodynamikpaket installiert. Du müsstest jetzt etwas mehr Abtrieb haben. Ja, ich merke davon leider wenig. Ich habe das Gefühl, das Auto schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Und es schiebt, und es schiebt, und es schiebt. Ja. So, mal schauen hier, weiche Reifen. Ob ich mich hiermit wohler fühle oder nicht. Ja, deutlicher Unterschied. Oh, zwei Welten, aber ich komme trotzdem nicht um diese Rechtskurve. Da gibt mir mal die Superstop, dann komme ich damit super zurecht. Also ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Trotzdem wird Q3 eine Herkulesaufgabe werden. Die Kurve ist genauso beschissen wie die jetzt gleich folgen. Also die zwei, an den zwei Kurven hapert es im letzten Sektor hier. Die und auch die. Ich sehe es nicht, weil der Spiegel da im Weg steht. Ja? Und das macht die Kurve so unberechenbar. Und jetzt habe ich keinen vor mir. Oh, da fallen noch jetzt noch ein paar raus. Also werde ich gleich ein paar vor mir haben. Nein, ich habe mal keinen vor mir. Krass, habe ich das Gefühl, komm nicht um die Kurven. Wo der erste Sektor schon mal schneller ist. Das ist nur ein Sektor von dreien. Oder stelle ich mal komplett quer. Okay, ja, dann würden sie 7. Ich würde gleich sagen, mein der dritte Sektor ist richtig schlecht. Komm rum, komm rum, komm rum. Also ich komme doch um die 1:32 hier an. Dann ist das schon mal positiv zu vermerken. Das, also die Weichen sind ja doch deutlich besser. Schon mal schneller als Bottas, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, falls wir in Q3 kommen, müssen wir mit den Reihensätzen nämlich hier fahren, beziehungsweise starten. Jensen habe ich auch schon hinter mir gehalten, okay. So war die Uni nicht ganz so schlecht.
Alonso auch nur auf der 3. Jetzt ist aber der Rosberg schon im Training gefahren, das heißt auf Standard. Das heißt, er kann durchaus noch eine Verbesserung kommen. Vettel zum Beispiel ist der Erste, der das macht. Massa auch langsamer als ich. Und zwar um eine halbe Sekunde ist der schneller gefahren, okay. Ricciardo auch vor mir und da sehen wir mal, wo ich mir die Zeit liegen lasse im Mittelteil. Obwohl, nee, der gar nicht, stimmt gar nicht, der im letzten Sektor. Und der mit 1,38,680. Das fahre ich nicht mal selbst, wenn ich im Mercedes sitze. Machen wir jetzt mal die Box einfach ein bisschen aggressiver mal fahren. Und dann auf der 4, opfer ich noch einen Reifen, also opfer ich keinen mehr. Ich probiere zwei Anläufe. Achter nur noch, das meine ich damit. Also es wird wieder knapp werden. Jetzt muss ich mich um 13. nochmal verbessern, um weiterzukommen. Und das meine ich damit. Das ist echt so. Lieber wirklich 11. Ich nehme dann lieber Baumis Stammplatz ein. Und komme dann von hinten und hoffen wir dann im Rennen auf so einen guten 6. Platz oder so. Also wir müssen den Button rauskegeln. Der ist noch auf harten Reifen schneller war als ich. Deswegen, wir werden nur diesen einen Reifen das jetzt hier opfern, damit wir zwei frische fürs Rennen noch haben. Dann können wir wenigstens mit 9 Reifen starten. Also es wird ein Versuch, eine Runde sein. Weil weiter als Position 10 bzw. 9 sehe ich mich eh nicht. Das ist eine Dreigangkurve. Eine Runde und die. Ich lenke einen, der lenkt kaum. Das siehst du schön deutlich. Hier, ich lenke voll einen, der lenkt nicht mal halb ein. Naja, ja, was soll's. Soll er sogar 10. werden, das könnt ihr vergessen eigentlich. Also, ich soll in die Top 10 reinkommen, bestimmt nach dem Ergebnis von. Von Melbourne erhofft man sich das natürlich. Aber ich würde einfach mal sagen, meine Güte, nochmal! Welch Spurmanöver hier. Vielleicht habe ich überlegen, ob ich mir die Lenkrad-Einstellung mal ein bisschen umkonfiguriere, weil das geht einfach so nicht. Auf Strecken, wo lange Kurven sind, bin ich unterlegen. Man hat es auch wieder im Korb gesehen. Und auch wirklich in den langsamen Kurven besser, aber es gibt meistens immer ein paar mehr schnellere Kurven. Bisschen aggressiver jetzt hier, aber im ersten Sektor bringt mir das nicht besonders viel. Das war's eigentlich schon. Zu viel Gas und schon komplett quer gestanden. Also das Auto gibt hier nicht die Traktion her und noch nicht die Aerodynamik in den schnellen Kurven, wie ich sie mir erwartet habe. Und das ist halt das Traurige. Abbrechen. Das können wir abbrechen. Das können wir abbrechen. Also es wird Platz 11.
muss ich mit leben. 13. sind es am Ende, die mir der Button hier abnimmt. Auf der Runde gesehen. Da muss ich mal schauen, was ich durch Taktik noch erreiche. Also Punkte sind möglich. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Aber Malaysia ist echt so eine Strecke für sich. Ich mag sie, aber ich kann sie nicht. Vor allem der letzte Sektor, das ist echt so ein Sektor, an dem ich jedes Mal verzweifle. Aber hey, dann sehen wir ein paar Duelle wenigstens. Ja, sollen dann Hamilton und Rosberg ihre Runden drehen? Was wird... Ah, wird dann schwer in Sachen WM. Wenn ich mal so Korb angucke. Und Hamilton ist auch schon ausgeschieden. Ja, Sektor besser, dem ersten Sektor, super. Wissen wir schon mal, woran es nicht liegt, ja? Also, erster Sektor ist mein Sektor, damit will ich sagen. Bringt mir allerdings jetzt nicht besonders viel, wenn ich attackieren will, da brauche ich den letzten Sektor eigentlich. Scheiße, ne? Also, ich bin ausgeschieden auf der 11, Perez auf der 12, Kvyat auf der 13, Vettel 14, Sutil 15 und Grosjean 16. Ich erwarte einen Mercedes auf der Pole Position. Ja, da finden uns doch einiges, auch auf Vettel und Co. Naja. Was soll's? Shit happens. Werde siebter oder besser war das Ziel. Ja, das habe ich deutlich verfehlt. Das Team intentionell, da gleicht Button aus. Aber in Bahrain, das ist meine Strecke, ja. Aber vorher natürlich noch das Rennen in Malaysia. Und das seht ihr morgen. Wenn ich es pünktlich schaffe, hochzuladen. Ciao.